Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Ihr seht schon, ich habe heute hier was vor mit Sharon. Wir wissen ja seit gestern, dass Ultimate Sharon der nächste Ultimate Character sein wird. Und da wollen wir natürlich jetzt schon alles für tun, dass sobald Ultimate Sharon da ist, wir sofort einen coolen Bild haben, den wir dann auch sofort bauen können. Wir wissen ja schon, es gibt zwei neue rote Module. Einmal, dass wenn ihr unsichtbar seid und dann nochmal einen Gegner umbringt, dass ihr unsichtbar bleibt. Das finde ich sehr cool. Und ein rotes Modul, das finde ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen spannender, was einen krassen AOE-Schaden macht, wo sie ihre kleinen Kurzschwerter in alle Richtungen schießt und eine sehr, sehr geringe Abklingzeit hat. Können wir vorstellen, dass das eventuell so ein Dungeon-Clearer werden könnte wie Bunny. Aber es gibt ja noch vier weitere Module, die es auch jetzt schon für Sharon gibt. Ich werde hier in dem Video nicht auf alle eingehen, weil ich alle gar nicht so interessant finde. Aber dass ihr es mal gehört habt, Kampfanzug, Schmelzkugeln, Lehrenbeherrschung, überladene Schneide. Und das, worauf ich heute hinaus will, ist Klingenstärke freigeben, weil ich glaube, das könnte auch ein Bild und ein rotes Modul sein, was auch für Ultimate Trainer richtig, richtig gut ist. Ändert eure erste Attacke, dass euer Schwert nicht nur vor euch gezündet wird, sondern dass ein Strahl nach vorne katapultiert wird. Und das Ganze sieht dann so aus. Die Reichweite, ihr seht schon, die Reichweite ist wirklich nicht zu unterschätzen und die kann auch nochmal um 150% erhöht werden. Außerdem hat es eine Abklingzeit von 4,5 Sekunden. Das kann man ja ganz easy auf 2 Sekunden oder vielleicht sogar noch niedriger machen. Und es macht auch noch unfassbar viel Schaden. Ich habe leider Sharon nie gelevelt. Ich habe Sharon immer nur genutzt für die Infiltration. Deswegen habe ich hier leider keinen Energieaktivator drauf. Ich habe hier keine Katalysatoren drauf. Und das hätte ich jetzt in der Kürze der Zeit auch nicht geschafft. Aber auch mit den wenigen Modulen kann man, glaube ich, schon sehen, was hier drin ist. Wenn ich also hier jetzt ein paar Gegner hole und schieße, dann seht ihr das. Also man sieht das ja, ne? Also erstmal kommt einmal der Schuss rein und dann nochmal ein Schuss von oben und dann auch noch dauerhaften Schaden. Also schon sehr geil. Und das Geile ist eigentlich, dass ihr halt durch alle Gegner in dem Radius, in dem Weg durchgeht. Wenn ich also hier ganz viele hintereinander habe, dann sieht das Ganze so aus. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, wenn er dich fragt. Und ihr seht, ne, ich mache jetzt schon mit einem Crit 270.000. Und ich habe nicht mal die Hälfte der Module hoch. Ich werde euch einfach mal hier oben ein Bild einblenden, wie genau der Bild funktioniert, beziehungsweise was man da reinmacht. Und was richtig cool ist, Blaukäfer hat den perfekten Modus. Der macht nämlich Fusionsattacken die Crit-Rate hoch. Deswegen Blaukäfer. Im Prinzip könnt ihr alles nehmen, was ihr auch bei meinem Bunny-Bild habt. Blaukäfer, ihr könnt genau den gleichen Reaktor nehmen wie bei Bunny und ihr nehmt das Supernova-Set. Also genau das gleiche, wie ihr auch bei Bunny habt. Und das Coole ist auch, mit Ines kommt ja in ein paar Wochen nach dem Season-Start ein neuer Elektro-Charakter rein. Das heißt, wenn ihr euch das jetzt farmt, Supernova-Set, den Reaktor und Blaukäfer, könnte es sogar sein, dass ihr für Ines das Ganze nochmal nutzen könnt. Und ich finde die Attacke eigentlich sehr, sehr cool. Vor allen Dingen überlegt, das Ganze kann man nochmal doppelt so weit machen und wahrscheinlich nochmal doppelt so stark, wenn nicht sogar noch mehr, mit noch einer krasseren Abklingzeit. Das Modul zu holen ist auch relativ easy. Einfach den Abfangeinsatz Sumpfläufer machen. Dort kann dann das Modul fallen. Ich denke mal, in 10 bis 20 Mal Sumpfläufer solltet ihr das rote Modul haben. Wenn ihr allgemein die Module euch holen wollt, könnt ihr hier schauen, wo es alle gibt. Die sind alle relativ easy zu bekommen bei Frainer. Und dann könnt ihr da schon mal die roten Module vorbereiten. Ganz wichtig, wenn ihr längere Zeit nicht mehr ins Spiel geschaut habt, dann holt euch auf jeden Fall hier diese Belohnung ab. Das könnt ihr mit dem Code hier oben, mit dem Gutscheincode, euch abholen. 3 Tage Goldboost, 3 Tage Körperboost, 3 Tage Erfahrung für Waffe und Descendant. Das Ganze hält auch 27 Tage. Das heißt, zu Beginn von Season 2 könnt ihr das hier zünden und habt dann direkt 3 Tage lang einen Boost und könnt da die neuen Nachfahren und auch die neuen Waffen
farmen. In den nächsten Tagen wird es noch einige neue Informationen zu Season 2 geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Da wird es richtig abgehen die nächsten Tage. Companion, neue Informationen, wie bekommt man den, kann man den ausrüsten, kann man den leveln. Die drei neuen Descendants, also ist ja diesmal nicht so, dass man nur zwei bekommt, sondern direkt drei Stück. Und zwei davon sind komplett neu. Da wird es unfassbar viele neue Informationen geben. Wir wissen auch überhaupt gar nicht, was für Fähigkeiten die haben oder was für rote Module die haben und, und. Es wird haufenweise neue Informationen zu Quality of Life geben, weil dazu haben sie im Entwickler-Talk noch gar nichts gesagt. Das heißt, sobald die nächsten Patch-Notes kommen, werdet ihr hier auf dem Kanal natürlich alle Informationen bekommen. Wenn ihr einen kompletten Overview zu Season 2 haben wollt, den habe ich euch gestern schon geliefert. Schaut euch dafür das Video einfach von gestern nochmal an. Da habe ich einen kompletten Overview gegeben mit allem, was reinkommt und allem, was sie im Entwickler-Talk angesprochen haben. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein Follow, über ein Like auf dem Video freuen. Sag bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.